Joppa, herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Und ihr seht es schon im Hintergrund, wir spielen heute gegen Hannover und das zu Hause. Und Hannover ist auf dem 10. Platz, hat 6 Gegentore bekommen, 16 und 13 Tore. Hat also eine Tordifferenz von minus 3 und 5 Niederlagen, 5 Unentschieden und 4 Siege. Eieieiei, also das sollte schon ein Spiel sein, was ja, ganz okay laufen könnte. Es könnte ein bisschen, natürlich ein bisschen besser laufen als jetzt vielleicht die letzten Spiele. Aber vielleicht auch ein bisschen schlechter, weil vielleicht Hannover denkt, sie haben vielleicht gegen uns eine Chance. Und dazu wechseln wir halt wieder mal hier richtig schön aus. Denn hier kommt heute mal Grenier rein. Hier kommt heute mal Komor rein. Vakali kommt rein. Nee, nicht Kishna, sondern Leroy Sané, damit der gegen seinen Bruder spielt. So, das mag er zwar nicht, aber das muss er jetzt einfach mal. Denn wir brauchen halt unsere Spieler hier. Und hier würde ich einfach mal die Davi rausnehmen. Dafür nehme ich dann Broberg mit. Dann würde ich Martial eher als ZOM heute benutzen und Broberg vielleicht als ZM, als Stürmer. Wenn wir denn dann so auswechseln. So, Moreno, Frey, Gentner, Gaudino, Grenier, Sané, Coman und Bakali. Also gleich mal auf, 8 Feldspielerpositionen geändert. Ist ganz okay, würde ich sagen. Und damit starten wir hier erstmal rein. Und Bakali, ja gut, kriegt da irgendwie den Ball nicht wirklich dran gelegt, egal. Und wir sind natürlich weiterhin die beste Abwehr noch, aber noch erstmal nur. Oh Gott. Oh Gott, mein Controller ist schon wieder gerade. So, dass der durchgehend. Ah, jetzt gerade mal nicht. So, jetzt irgendwie? Nee, okay, gut. Der war nämlich, der hat ja das Problem. Ja, jetzt sprintet er wieder durchgehend, das ist unglaublich. Mein Controller ist echt vollkommen kaputt. Ich muss mir echt einen neuen kaufen. Aber heute die Folge muss noch damit sein. Vielleicht auch noch die nächste. Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, ob ich jetzt einen neuen bekomme. Ich will halt auch kein Vermögen für einen neuen Controller jetzt mal eben so ausgeben. Okay. Altin top. Erdinch und Sobiech. Rüdiger, sehr gut. Butland. Okay. Moreno. Moreno mit dem Ball, legt den Ball schön auf Gaudino. Gaudino haut den einmal, ja, so sollte er nicht. Der sollte genau direkt zu Frey eigentlich, egal, Bakali jetzt am Ball. Und Bakali mit dem Ball jetzt auf, wo geht der Ball hin? Ich weiß nicht, wohin mit dem Ball. Wir legen ihn einfach mal da hoch, wieder zu Moreno. Okay, Moreno mit dem Ball jetzt auf Sané. Sané kriegt den Ball auch, sehr gut. Dann legt ihn beide nochmal auf Moreno. Moreno nochmal auf Salif Sané. Auf Leroy Sané. Salif Sané ist ja bei Hannover. So herum. So. Sané auf Gaudino. Gaudino. Coman. Coman mit dem Ball weiter auf Bakali. Oh Gott, Bakali. Bakali. Täuscht den Ball einmal an. Bakali. Sprintet wieder durchgehend. Schießt. Coman schießt auch nochmal. Ah, das gibt es nicht. Ah, Mann. Das ist halt echt nervig mit dem durchgehend Sprinten gerade. Aber was will ich da denn jetzt machen? Ich kann auch jetzt. Also, ich hätte vielleicht als einzige Idee noch vielleicht gehabt. Ah, okay, jetzt geht's wieder gerade wieder. Dass ich mal. Und dann halt erstmal kein FIFA hochlade, bis ich einen neuen Controller habe. Aber das will ich euch auch nicht antun. Und auch ich selber will halt jetzt eigentlich auch wieder konstant natürlich Videos hochladen. Aber wir schaffen es auch so eigentlich ganz gut, uns jetzt gerade hier die Räume aufzubauen. Trotz durchgehend Sprinten. Wir hoffen nur mal, dass wir keinen Elfmeter bekommen. Denn das wird genauso laufen wie beim letzten Mal wahrscheinlich. So, Altintop. Erdin. So wie ich. Prip. Rüdiger, sehr gut. Okay. So. Okay, Prip mit dem Ball. Den Ball kriegt doch hier. Okay. Keine Ahnung, wer den Ball da jetzt bekommen hat. Gentner, Ginter, irgendwie ein. Auf jeden Fall ein Spieler von uns. Sehr gut, Coman. Coman mit dem Ball weiter auf. Moreno, der kickt den Ball noch. Moreno. Moreno. Legt den Ball da auf Gentner. Gentner mit dem Ball. Grenier. Frey. Auf Coman. Und Coman verliert den Ball gegen Altintop. Das gibt es nicht. Prip. Sobiech. Okay, Ginter. Alberto Moreno. So, jetzt gerade mal schön nicht am Sprinten. Sehr schön. So. Okay, Frey.
Rüdiger kriegt den Ball. Ja, Gaudino. Ball kommt weiter zu Bakali. Bakali täuscht den Ball einmal an. Bakali täuscht den Ball noch ein zweites Mal an. Flankt den Ball jetzt und gibt die Ecke damit. Okay, 31. Minute Ecke und wir müssen sogar mal nicht... Ich finde das richtig komisch. Bei der Ecke ist das aber irgendwie nie der Fall. Bei Ecken habe ich das noch nie, dass ich da den Spieler wechseln muss. Obwohl ja eigentlich die R2-Taste da genauso buggen müsste. Also das ist irgendwie echt komisch. Aber bei Elfmetern ja andauernd. So, Hoffmann. Grenier. Grenier. Okay. Legt den Ball schön auf Leroy Sané. Jetzt Coman. Coman mit dem Ball weiter auf Gentner. Und Gentner, wir spielen uns jetzt gerade eher ein bisschen so an den Seiten hin und her. Alberto Moreno. Und dann verlieren wir den Ball und ich glaube, das wäre ein Elfmeter gewesen, oder? Verdammt! Hätten wir da mal den Vorteil jetzt gelassen. Och Mann, verdammt. So, Gaudino mit dem Ball auf Grenier. Grenier mit dem Ball auf Gentner. Ah, Mali, erst recht, weil es jetzt gerade halt noch nicht mal ein Schuss war, sondern nur ein Pass, der halt daneben ging. Sogar, das war ja sogar noch ein Fehlpass. So, Sané, Gentner. So, Sané. Legt den Ball auf Grenier. Grenier mit dem Ball. Hä? Wo war der Ball denn hin? Der soll auf Gentner, der da so gut gerade angelaufen kam. Aber das wäre so schön gewesen mit Gentner da. Ah, Sané verliert hier den Ball. Also kriegt den Ball gar nicht erst angenommen. Mali. Sobiech. So. Aber wir haben auch heute wieder ein kleines Themachen, was man mal ansprechen könnte. Und zwar das Spiel Wales gegen Belgien. Was ja Wales 3:1 für sich entschieden hat. Eindeutig verdient. Auf jeden Fall meiner Meinung nach. Also, Wales hat unglaublich gut gespielt im Gegensatz zu, im Gegensatz zu Belgien. Belgien hat halt nicht wirklich so als Team agiert. Wales dafür umso mehr. Bei Belgien kam es mir so ein bisschen vor, als ob wirklich da alles irgendwie gerade echt am Zerfallen war. Und Wales hat halt wirklich gezeigt, dass sie nicht nur aus Bale und Ramsey bestehen, sondern dass auch die anderen Spieler was machen können. Die Ecke hat mir richtig gut gefallen, diese Rugby-Ecke da, die sie immer wieder gemacht haben. Also eindeutig zu Recht im Halbfinale hier Wales. Und ja, wird da auf jeden Fall interessant. Portugal oder Wales, also der erste Finalist. Das steht ja schon mal fest. Jetzt ist die Frage natürlich, wer wird sich in den anderen Finals noch durchsetzen? Wird sich natürlich, warum auch nicht, wird sich Deutschland gegen Italien durchsetzen? Wird sich Italien gegen Deutschland durchsetzen? Island gegen Frankreich vielleicht ja sogar? Oder wird Frankreich, so wie es halt auch, denke ich mal, eher geplant ist und wie es auch für viele eher logischer ist, aber bei den Isländern kann momentan halt gar nichts logisch sein, wenn man es mal so sagt, dass sich Frankreich gegen Island durchsetzt. So, Bakali verliert er den Ball. Ich wollte den Ball jetzt flanken, schade. Erdinc, Hoffmann, Sila. Und wir kriegen halt gerade wirklich überhaupt nichts hier auf die Reihe. Aber okay, so, wir gehen mal auf Offensiv. Alberto Moreno, Leroy Sané. Leroy Sané täuscht den Ball nochmal an, wird da umgehauen. Das gibt's doch nicht, der hatte schon gelb. Oder hat der, kriegt der jetzt erst gelb? Ne, der hatte schon gelb und kickt hier für, meiner Meinung nach, hätte das eine gelb-rote Karte sein können. Also das war jetzt echt halt nicht sein erstes Einsteigen zum einen und zum anderen war das auch nicht gerade so ungefährlich. Also da hätte man schon mal sagen können, gelb-rot. Aber okay. So, Marcelo. Frey mit dem Ball auf Bakali, sehr schön. Und Bakali mit dem Ball. Bakali legt den Ball auf Grenier, wenn Grenier den Ball bekommt. Gegen Marcelo wird das nicht so einfach, aber Grenier kriegt am Ende den Ball. Und jetzt legt er den Ball dann nochmal zu Coman. Und Coman schießt und Coman macht den Ball rein durch Sorg, der da einfach den Ball irgendwie noch abfällt. Danke, dass Sorg nicht die gelb-rote Karte bekommen hat. Aber auch hier hat man wieder gesehen, das war jetzt mehr Glück als Verstand, einfach weil es durchgehend gesprintet ist. Ansonsten hätte ich ganz anders gespielt, da wollte ich eigentlich flanken. Aber dadurch, dass der durchgehend dahin gesprintet ist, ist die Grenier sogar fast jetzt ausgelaufen. Also das ändert momentan schon echt meine Spielweise. Ich muss echt hoffentlich ganz schnell mir einen Controller kaufen. Einen neuen.
Vielleicht fahre ich ja heute nach Saturn oder Mediamarkt oder so und hole mir ein. Ja. So, Gentner. Gentner auf Bacali, Bacali auf Frey. Dann hole ich mir aber auf jeden Fall einen Kabellosen. Momentan habe ich ja keinen Kabellosen. Und ich finde, so Kabellose sind auf jeden Fall besser, weil so Nicht-Kabellose, ja, die fallen halt irgendwann, die fallen halt so oder so hin irgendwann. Weil sie mal aus Versehen einfach umgeschmissen wurden. Ein Kabel liegt da und man sieht es nicht und stolpert darüber. Irgendwie sowas. Und am Ende geht der halt dadurch kaputt. Ich denke mal, so ist das auch hier passiert. Weil der jetzt schon öfters halt wirklich hingefallen ist. Der ist ja aber inzwischen auch schon fast 2 Jahre alt. Also mit dem habe ich schon FIFA 14 gespielt. Und jetzt kommt das Problem auch hier. Aber hier geht es wieder weg gerade. Okay, alles klar. Grenier mit dem Ball. Gibt die nächste Ecke. Und wir wechseln erstmal aus in der 69. Minute. So, dann ist das ja nämlich erstmal mein Ersatzcontroller, würde ich so sagen jetzt mal. So, okay. Und wir wechseln auch mal Broberg ein. Ja. Es ist zwar 1-1, aber Coman ist jetzt auch nicht unbedingt so der Spieler, wo man sagt, so, wenn man den jetzt auswechselt, ist jetzt wirklich die Leistung richtig runter. Und Touré ist einfach nochmal ein Spieler, der richtig gute Leistung zeigt. Broberg haben wir noch nie wirklich gespielt, kann auch eine richtig gute Leistung natürlich bringen. Und ja, und natürlich ein Martial, ja, der hat ja schon gezeigt, und Broberg hier mit dem ersten Kopfball. Also, Martial hat natürlich schon gezeigt, für was wir den haben. Und, ja, mal sehen, wie sich jetzt Broberg machen wird. Die letzten 20 Minuten. Oder inzwischen, eher gesagt, die letzten 16 Minuten. Und Broberg holt sich hier erstmal den Ball, verliert den Ball aber auch wieder. Ah, ich dachte, er kämpft sich da wirklich den Ball nochmal wieder. Aber Kali auch leider nicht. Albornoz. Erdinç. Sobiech. Der Ball ist auf Touré. Martial verliert den Ball. Touré, sehr gut. Touré mit dem Ball auf Bacali. So, Bacali mit dem Ball. Ja, läuft da erstmal auf dem Flügel wieder. Und verliert dann den Ball. Holt sich den Ball aber nochmal wieder und dann verliert er den Ball wieder. Okay, Einwurf in der 78. Minute. Bacali auf Frey. Frey mit dem Ball auf Bacali wieder. Bacali. Martial, Frey auf Bacali, Bacali mit dem Ball auf Broberg und Broberg macht den Ball rein! 2-1. 80. Minute, ich muss gerade ein bisschen ruhig sein, wir haben 4 Uhr morgens. Also, so laut kann ich jetzt gerade nicht sein. Auf jeden Fall macht hier Broberg erstmal direkt sein erstes Tor direkt im ersten Spiel, perfekt. Karl Broberg. Da muss man echt mal sagen, gut ab. Wir spielen hier wirklich mit einer echt angeschwächten Mannschaft und klar, wir haben ein Gegentor bekommen, ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber wir gewinnen am Ende trotzdem oder führen zumindest jetzt gerade und Broberg ist da schon wieder durch und dann hatte ich die Taste schon längst gedrückt gehabt. Ach man, der Ball sollte nochmal zu Martial gehen, der stand da so gut. Ach schade, okay. Aber noch haben wir das Spiel nicht gewonnen. Noch führen wir gerade nur. Also noch ruhig bleiben. 86. Minute. Da kann sich noch alles ändern. In den letzten 4 Minuten. Und zwar durch so einen Angriff zum Beispiel gerade. Aber Butland hat den Ball. Sehr gut. Butland haut den Ball auf Bacali. Und Bacali gegen Salif Sané. Bacali holt sich da den Ball. Sehr gut. 88. Minute. Frey mit dem Ball auf Bacali. Bacali auf Gentner. Ja, Grentner auf Martial, Martial auf Broberg, wenn Broberg den Ball bekommt. Broberg kriegt den Ball leider nicht. Ach, verdammt. Martial aber nochmal. Martial. Ja, Martial. Verliert den Ball gegen Salif Sané. Warum auch nicht? Albornoz. Und dann ist Ginter da. Sehr gut. Ginter mit dem Ball jetzt auf Gentner. Gentner mit dem Ball auf... Schade, okay, Albornoz. Jetzt wird es doch nochmal interessant. Jetzt wird es nochmal richtig schwer. Prip. Oh mein Gott, das ist ja nochmal ein Konter wie aus dem Bilderbuch und das ist das 2-2. In der letzten Sekunde. Okay, das hat sich ja nur echt verdient, muss man sagen. Die haben hier am Ende nochmal uns richtig gut ausgekontert. Leider. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los war. Also hier, okay, kann man von da unten sehen.
Ja, schade. Wir haben richtig gut eigentlich gespielt dafür, dass wir mit so einer durchrotierten Mannschaft gegangen sind. Haben uns aber am Ende leider nicht belohnen können. 2:2 heißt es damit am Ende. Ach, schade, schade, schade. Aber am wichtigsten ist für uns natürlich hier die Champions League. Wo wir jetzt auf jeden Fall mal. Warte, haben wir den jetzt hier? Nee, schade. Okay, dann loben wir einfach nur ganz VfB Stuttgart. Ja, wo wir eigentlich ja eh schon sicher weiter sind, deswegen wäre das Spiel eh egal. Aber auch in der Bundesliga sind wir halt gerade schon relativ gut. Broberg verbessert nochmal seinen Abschluss, Kmor seine Schusskraft. Kann sich sehen lassen. Ist jetzt natürlich echt schlecht gelaufen gerade. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen. Trotzdem sind wir noch Erster, haben 4 Punkte Abstand auf Wolfsburg. Und das sind 4 Punkte, die müssen sie auch erstmal erreichen. Natürlich 8 Gegentore jetzt, also naja, aber trotzdem immer noch beste Abwehr, bester Angriff jetzt auch noch dazu. Man kann sich nicht beschweren. Man kann sich nicht beschweren. Beste Tordifferenz, bester Angriff, beste Verteidigung, immer noch der einzige ungeschlagene Verein. Was wollen wir da uns denn so jetzt beschweren? Ich meine, wir können auch Leverkusen sein und da gerade auf dem 16. Platz hocken. Und von daher, ein Unentschieden gegen Hannover, ja doch, ist okay. Ist okay, Hannover auch gegen Bayern hier im deutschen Pokal. Wir müssen gegen Leverkusen ran. Okay. Wird auch nochmal interessant. Wird auch nochmal interessant, wann ist das denn? Ah, das ist in. Oh, das sind 3 Spieltagen. Also in 3 Folgen. Und dann kommt noch Düsseldorf, Augsburg noch dazwischen. Und dann ist schon wieder die nächste Transferphase. Also schreibt mir auch schon wieder neue Transfervorschläge in die Kommentare. Und ja, damit hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.